Wer pflegt alte und kranke Menschen? Stichwort Pflegenotstand. Nobody cares, könnte es bald heißen. Es fehlen Pflegekräfte. Etwa 36.000 Stellen sind heute unbesetzt. Auf 100 offene Stellen kommen im Schnitt nur 21 Interessenten, sagt das Bundesgesundheitsministerium. Die Dunkelziffer ist höher. Ein Drittel der Alten- und Pflegeheime meldet die offenen Stellen schon gar nicht mehr. Dabei ist der Bedarf riesig. 3,5 Millionen Menschen brauchen derzeit Pflege. Und es werden mehr. Bis 2050 sollen schätzungsweise 5,3 Millionen Menschen pflegebedürftig sein. Und schon jetzt herrscht dramatischer Pflegemangel. Denn viele gut ausgebildete Fachkräfte gehen ins Ausland. Dort verdienen sie mehr und die Arbeitsbelastung ist geringer. So kommen in Deutschland auf eine Pflegekraft im Schnitt 10 Patienten. In England 8. In Schweden und in der Schweiz 6. Und in den Niederlanden 5. Beim Spitzenreiter Norwegen muss sich eine Pflegekraft sogar nur um 4 Patienten kümmern. In Deutschland verdienen Krankenpfleger im Schnitt nur 30.000 Euro im Jahr. In der Schweiz bekommen sie das Doppelte, fast 60.000. Unterschiede gibt es auch bei der Wertschätzung. Nur 35% der Pflegekräfte in Deutschland bekommen Lob und Anerkennung, etwa durch Vorgesetzte. In Norwegen wird mehr motiviert. 56% der Befragten erfahren Anerkennung. Ebenso in der Schweiz. Hier sind es 61%. In Deutschland leiden Pflegekräfte unter zu vielen Patienten, zu wenig Wertschätzung und zu geringem Einkommen. 30% der Pflegekräfte sind Burnout-gefährdet. In der Schweiz und in den Niederlanden sind es deutlich weniger. So wie deutsche Pflegekräfte ins Ausland schauen, schauen ausländische Pflegekräfte nach Deutschland. Doch ausländische Pflegekräfte haben es hier schwer. Nicht selten werden sie rassistisch angefeindet. In Teambesprechungen werden sie seltener eingebunden. Viele müssen unbezahlte Überstunden leisten. Oft müssen sie Dinge erledigen, für die sie eigentlich überqualifiziert sind. Wer den Pflegejob trotzdem gerne machen würde? Geflüchtete. Aber deren Qualifikationen werden oft nicht anerkannt. Das soll sich aber ändern. Gesundheitsminister Jens Spahn will auch Pflegepersonal aus dem Ausland anwerben. Keine neue Idee. Und reichen wird das auch nicht, warnt das Deutsche Ärzteblatt. Was sich ändern muss? Bessere Ausbildung, bessere Bezahlung, bessere Arbeitsbedingungen und mehr Anerkennung für Pflegekräfte. Dem stimmen fast alle zu.